Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Farmi Simulator 2022. 23. So, mit unserer wunderschönen Sichel. Ja, das ist doch mal Träumchen. Vor allem jetzt bekommen wir jetzt wirklich massenhaft an Materialien, da die halt viel mehr zurückgibt. Wie gesagt, die gibt genauso viel, zurück, wie sie halt damals zurückgegeben hat, ohne der Sichel. Nur mit dem Vorteil, dass wir jetzt nichts mehr einpflanzen müssen. Das heißt, das, was wir bekommen, behalten wir auch alles. Ja, schon krass. Und wir müssen die Dinger nicht mal neu einpflanzen. Wow. Das wird immer besser. Das wird immer besser. Das ist ja total verrückt. Halt. Alle geerntet? So. Okay, hier geht's nicht. Gut. Das heißt, hier müssen wir wirklich klassisch. Weil es mit einem Schwert schneller geht, genau. So, wie sieht unser Inventar aus? Relativ voll. Ach, ist ja schon das letzte Feld. Oh, cool. So. Ja, fehlt bloß noch das hier. Alter, so schnell durch waren wir noch nie. Das ist ja... Der Himmel auf Erden. Alter, wie grün leuchtend die Dinger sind hier. Ist ja richtig verstrahlt. Jutschen. Dann haben wir jetzt noch eine halbe Sichel übrig. Sehr praktisch. Dumme Frage. Geht das auch über Äpfel? Nee, ne? Ja. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, die ersten Sachen sind wieder fast fertig, oder? Haben wir das Ding hier verletzend vergessen? Die steht hier so einzeln rum. Oh, oder die war doch schneller als die anderen. So, da hinten sind wieder die ersten Sachen fertig gewachsen. Ich muss es mal nochmal probieren hier. Das ist hier. Ja. Bleibt einfach so. Das ist. Ah, jetzt hat sich das geändert. Das ist total verrückt. Also ist das definitiv neu bei den Dingern, dass die jetzt erst diese Einpflanz, also diese, weil früher hatte man, wenn man gemerkt hat, dass wenn man die Dinger eingepflanzt hat und die so geblieben sind, wie die hier im Inventar aussehen, dann war das ein Zeichen dafür, dass man die Verbindung zum Server verloren hat. Weil normalerweise war es halt so, du hast die Dinger eingepflanzt, dann blieben sie, denn in dem Moment, wo du sie eingepflanzt hast, blieben sie erstmal so. Und der Server hat dann daraus direkt sofort diese Form gemacht, die man jetzt sieht. Das heißt, wenn das nicht sofort passiert ist, war das ein Zeichen dafür, dass der Lag zum Server extrem groß war. Aber hier ist jetzt der Lag super gering und trotzdem ist das vor allen Dingen teilweise ewig. Da war ja das ganze Feld so. Sehr suspekt. Und jetzt kommt ja auch wieder, ne? Hier können wir auch mal eine Tour durchmachen. Können wir mal einmal wieder alles abernten hier. Sehr geil. So. Oh, aber hier geht's, oder? Geil.
Oh mein Gott, ich liebe diese Sichel jetzt schon. Das wird mein neues Lieblingswerkzeug. Holy shit. I like it. Mann, ist das cool. Ja, das ist alles sehr erquickend. Achso, schlafen können wir gar nicht, da ja Wohl immer noch on ist. Ein Glück gibt es diesen Time-Befehl. So, jetzt haben wir geschlafen. Wieder morgens. Okay, hier geht's nicht. Erstmal hier alles durchprobieren. Wir haben hier hinten auch noch Felder, ne? Ich habe auch noch massig Felder. Heieiei. Oh, hier fehlt ja was. Okay, da müssen wir es auf jeden Fall machen. Kriegen wir gleich die nötigen Settings, die wir brauchen, um die Sachen hier einzupflanzen wieder. Was halt wie gesagt auffällt, ist, dass du mit dieser Hake wirklich mehrmals klicken musst. Weil wenn du überall nur einmal klickst. Siehst du, zwei hat er ignoriert. Also das ist so spartanisch, dass er einfach welche ignoriert beim Raufklicken. Sehr interessant. So, da war das doch schon mal sehr annehmlich. Und mit den Saplings, die wir jetzt gerade gewonnen haben, können wir jetzt hier direkt mal hier die vielen Dinger machen. Und sie bleiben wieder so, natürlich. Logisch. Klar. Aber gleich wird sie nicht verwandelt, oder? Hex, Hex. Avada Kedavra. Simsalabim. Jim. I don't know. Ist das eigentlich bei den anderen Sachen auch so? Wenn ich jetzt die Tomaten einpflanze? Nee, die sind direkt richtig. Ist nur bei den Dingern hier unten so. Das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt. Suspekt. Sehr suspekt. Gut, dann gehen wir nach Hause. Oh, alles grün. Sieht schon geil aus. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Rucksäcke leer machen. Das wird ein Spaß. Guck mal, hier haben sie auch das Icon geändert. Das sah doch früher anders aus, das Symbol. Das waren noch so kleinere schwarze Punkte. Ah, nee. Kleinere schwarze Punkte war Pfeffer. Oder? Nee, eben Pfeffer gibt. Doch, hier. Nee. Ist überhaupt Pfeffer? I don't know. Auf jeden Fall war es dunkler. Das ist nicht so hell wie jetzt. Das war auf jeden Fall mindestens dunkler war es. So, ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal hier unseren Stuff raus, den wir hier gerade nicht brauchen. Ungefähr so. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen. Also zuallererst die Dinger hier. Das hier. Halt, eins fehlt noch. Wo sind die Brombeeren? Achso, stimmt, da haben wir gar keine geerntet. Da waren ja relativ wenige fertig, gerade mal. Halt. So, Kakaobohnen. Die sehen hier so hell aus. Oh, das sind doch gar nicht die Gla. Das haben sie auch geändert. Früher haben wir immer Kakaobohnen bekommen. Jetzt gibt es rohe Ka. Ach du Scheiße. Okay. Dann werden wir hier wohl noch ein Feld dran machen. Ungefähr so. So, als nächstes das Zeug hier. Ja, gut, sieht man auch viel besser. Also, das hier. Das hier. Das hier. Oh. Die beiden Sachen, da haben wir hier noch ein bisschen was. Dann
die Dinger und ein bisschen Grünzeug. Ah ne, anderes Grünzeug. Die Dinger, genau. So. Das war doch schon mal ganz praktisch. Jetzt kommt hier das ganze leckere Gemüse. Zum Beispiel die leckeren Kartoffeln und die leckeren Gurken. Hm, hören wir noch gucken. Die Dinger hier, das ganze gute Zeug hier. Ich mag jetzt mal. Mittlerweile ist ja fast alles. Na, okay, doch nicht. So, dann schauen wir mal hier. So, aber schon mal das Grobste weg. Kann das nicht so grobe Zeug rein. So. Vanille. Okay, wo haben wir denn Vanille? Hä? Ach, kann es sein, dass bei dem vorderen Feld neue Sachen sind, die wir so noch gar nicht viel hatten? Und deswegen da auch alles so durcheinander war? Das ist natürlich durchaus möglich. Dann packe ich mal Vanille. Wo haben wir denn Salz und so ein Zeug? Wir hatten doch auch irgendwie Gewürze. Ach hier. Damit hin. So, Reis haben wir da. Was bist du? Soja. Haben wir auch noch nicht. Wow, wir haben auf einmal so viele neue Sachen hier. Weißt du was? Du kommst dahin. Haben wir auch nicht. Packe ich auch erstmal hier mit hin. Warte mal ganz kurz. Was haben wir geschafft? Ja, hier drüben haben wir auch irgendwelche Sachen drin, ne? Na gut, nur diese Ananasköpfe, mehr nicht. Dann nehme ich die aber schon mal mit rüber. Oh, da oben fehlt eine Textur. Dann nehme ich die aber schon mal mit rüber, dann packe ich die aber auch mal auf die andere Seite hin. Packe ich die nämlich einfach mal hier mit zu. I don't know. So. Kopfsalat. Haben wir auch nicht. Viele neue Sachen hier. Cool. Gefällt mir. Na gut, gefällt mir nicht wirklich, weil das heißt, wir brauchen mehr Felder. Scheiße. Ich muss doch wieder mein Maul aufreißen hier. So, was bist du? Minzsamen. Minz. Wir haben Minzblatt. Minzsamen sind also auch wieder. Ach du Scheiße, ey. Holy shit. Boy. So, wo haben wir Hanfsamen? Haben wir keine Hanfsamen? Wir haben noch Hanf. Da müssen wir doch auch Hanfsamen haben. Pack die erstmal. Oder haben wir sogar noch ein bisschen was? Mal kurz, dann nehmen wir dich mal hier raus. Dann packen wir dich nach da. Und du bist ja Minze. Dann packen wir Minze. Hier in eine neue Kategorie. Also hier Minzdingster und hier Minzdingster. So. Das hier sind die ganzen klassischen Sachen. Die kann ich auch schon mal einsortieren. So müsste jetzt die Taschen leer sein. Genau. Was? Wieso habe ich hier bloß 3 Donuts? Oder wohnt bloß 3? Hm. Gut, dann mache ich erstmal hier. Achso, also muss ich da. So. Automatisch einsortieren klappt ja nur, solange man mit einem leeren Slot arbeitet. So, hier füllt irgendwas mit Reis. Da war doch. Eben, früher gab es ja Reis und Reis. Also Reis und dann das Reis, was man einpflanzen kann, gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Deswegen ist hier frei. Das war ja ganz früher. Langes her. Oh, manche Sachen haben wir jetzt sogar noch. Noch mehr Vanille zum Beispiel. Dann haben wir hier die ganzen Sachen noch. Und jetzt haben wir bloß noch Ananas. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit den Ananas-Sachen? Weil die müssen wir jetzt nicht mehr zerlegen. Das heißt, wir haben jetzt ganze Ananasse. Ich meine, wir können sie natürlich trotzdem zerlegen. Ja.
Ist eigentlich immer noch dieser Bug vorhanden? Wenn ich jetzt hier sage, alle. Ah, ne, guck mal, bleibt, ist da. Okay. Weil früher war der Bug, dass wenn man hier, ne, wenn man jetzt hier gesagt hat, ich mache jetzt 10 Mal, bekommt man halt 4 von 10 und auch 10 von diesen Köpfen. Wenn man aber jetzt hier irgendwie 10 drinne hatte und man gesagt hat, einfach alles machen, dann hat man keine Köpfe bekommen. Sondern dann sind die Köpfe einfach verschwunden. Aber den Bug haben sie scheinbar ausgemerzt, zum Glück. War ein echt hässlicher Bug, wenn wir mal ehrlich sind. So, du da rein und du da rein. Eigentlich können die anderen scheinen ja eigentlich auch direkt. Das ist ja eine ganze Menge. Ich nehme gleich mal alle hier. Können die anderen das Dinger ja auch direkt hier mit rein. So, dann haben wir da oben wieder Platz für irgendwas anderes. Scheinen ja jetzt ein paar Sachen dazu zu kommen. Und ich bin auch echt am Überlegen, ob wir nicht doch erstmal nochmal eine Reise machen. Weil wir haben ja hier gesehen, manche Sachen sind neu. Die kennen wir noch gar nicht. Zum Beispiel das hier. Veganer Käse. Ach, mit Soja. Oh, und was unbekannt. Wow, das ist ja interessant. Ja, das ist ja super. Ja, ich sehe jetzt hier auch zwei verschiedene Sachen. Was ist das denn? Schokoladenstück aus der Süß. Chili. Hier sehe ich ein paar neue Sachen. Das hier ist auf jeden Fall auch neu. Ginger ist auch neu. Das, was auch immer das ist. Achso, ist ein Gericht. Ja, Ginger ist neu. Ein neues Gericht haben wir auch. Bim bim. What? Bim bim bam. Wer denkt wie solche Wörter aus? Bitte euch. Kohl. Wobei, Kohl haben wir jetzt, ne? Kohl haben wir hier auch mit bei, ne? Genau, Kohl haben wir da. Ja, die einzigen Sachen, die ich noch nicht kenne, sind ist das hier und das hier. Oh. Und das. Und das. Holy shit. Ja, das klingt mal nach einer neuen Tour, ne? Ja, neue Gerichte haben sie auch. Das jetzt ist auch definitiv neu. Was ist das geil, Alter. Machi. Machi. Ah, jetzt gibt es tatsächlich doch Pfeffer. Ja, noch kein Pfeffer? Leute, wir müssen wieder auf eine richtige Wandertour gehen. Also eine richtig ausgedehnte Wandertour. Ich habe noch 5 Folgen vor mir. Ich glaube, gesagt, getan, ne? Ich weiß übrigens nicht, was mit YouTube los ist. Wir haben ja hier öfters diese komischen Thumbnails, wo ich hier oben bei der Nierenkatze so komisch stehe, so dass man diese Nierenkatze sieht. Und irgendwas scheint YouTube an diesen Nierenkatzen zu mögen. Es ist wirklich, also man sieht ja, dass bei vielen von meinen Videos als Thumbnail das drinne ist, weil es ist so, wenn man bei YouTube Videos hochlädt, bekommt man immer 3 Thumbnails vorgeschlagen aus dem Video. Ne? Und bei den meisten meiner Videos sind alle 3 vorgeschlagenen Thumbnails ein und dasselbe mit dieser hässlichen Nierenkatze. Also, die ist jetzt nicht hässlich, aber es ist halt hässlich, dass YouTube 3-mal das gleiche vorschlägt. Und bei fast jedem Video das gleiche. Für die, die sich gewundert haben, dass bei so vielen Videos immer meine Nierenkatze zu sehen ist. Das ist halt das, was mir YouTube immer nur als Auswahl zulässt. Ich bin schon immer froh, wenn ich ein paar andere Thumbnails zur Auswahl habe. Klar, ich könnte auch eigene Thumbnails hochladen, ich weiß, aber dann müsste ich erstmal eigene Thumbnails erstellen. Dann muss ich immer bei jedem Video, wartet mal kurz, Guys, ich muss erst kurz einen guten Spot suchen. Aha, und das sieht aus. Screenshot. Und darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock. So, überhaupt keinen Bock. Deswegen mache ich halt einfach die vorgeschlagenen Dinger. Wie gesagt, es ist fast immer so dieser Nierenkatze. Wie ist eigentlich unserem AKW? 82%. Ist 82% gut oder schlecht?
Kein Schaden. Raus hier. Aua. Ich gehe ja schon. Böser schon. Dickster Bumster. Hm. Auf jeden Fall muss es ja unsere Anlage relativ gut gehen, ne? Oder auch nicht. Warum schwanken die so? Ich hatte doch letztens gesagt, dass es cool wäre, wenn die Dinger dynamisch arbeiten, ne? Ich glaube, das machen die. Die scheinen doch dynamisch zu arbeiten. Lol. Die scheint wirklich nur noch das umzuwandeln, was sie halt wirklich auch, also was gezogen wird von der MV-Seite. Ja. Hä? Warum ist bei meinem Server so viel neu? Ich habe doch die Mods gar nicht upgedatet seit langer Zeit. Seit der letzten Aufnahme, wo ich diese Kaskade hier gebaut habe, habe ich keine Updates eingespielt. Warum ist es jetzt anders als letztens? Oh, das ist letztens echt nicht aufgefallen. Warte mal, also jetzt ist hier, Alter, jetzt gehen die aber mit mir, aber was ist denn jetzt los? Die Pflanzen wachsen komisch, die Sichel ist total krank, hier ist alles, was stimmt hier gerade nicht? Jetzt muss ich erstmal, warte mal kurz, erstmal hier, bam, was mache ich ja gar nicht gerade? Video. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welches Video das war. Ich werde das ja also erstmal ein paar Videos durchklicken dürfen. Creative. Muss ja eins von den letzten 24 gewesen sein. Also, die letzten drei Aufnahmesessions halt. So, hier rüber. Muten. Und jetzt gehen wir einmal hier durch. Wann habe ich da was gebaut? Wann habe ich diese Dinger gebaut? Das ist alles viel später. Das ist alles. Hier habe ich auch mit der Anlage gebaut. Das sieht. Hier steht übrigens immer, welche Folge das gerade ist, ne? Für die wundern sich, von wann die welche Aufnahmen sind. Da hatte ich genau da gebaut. Da hatte ich auch da gebaut. Muss eines der letzten Folgen gewesen sein. Genau, hier hatte ich mit den. Genau, und in dem Zug habe ich auch oben die Dinger gemacht. Okay, da habe ich schon angefangen mit dem Tunnel zu bauen. Genau, habe ich auch schon. So, hier habe ich auch schon angefangen, Tunnel zu bauen. So, hier war das mit dem AKW. Genau, da habe ich. Genau, hier war das, wo ich die Dinger umgewandelt habe. Da habe ich die ganzen Dinger gebaut gehabt. So. Ist jetzt auf Stumm geschalten, keine Angst. Ich mache mal so, dass man meine Kamera nicht sieht, damit man da nicht in Verwirrung gerät. So. Gucke ich irgendwann auf die Dinger rauf? Nee, ne? Doch, vielleicht. Da, siehst du? Ist immer 10 KEU zu 9 KEU. Es ist ein konstanter Wert bei allen Dingern. Ach, vielleicht, weil die ganzen Batterien geladen haben und deswegen auch aufgrund dessen wirklich ausgelastet war. Das kann natürlich sein. Stimmt. Ich hatte in dem Moment nachgeguckt gehabt, als er gerade dabei war, die ganzen Batterien zu laden. Ja, die sind immer noch alle am Laden. Und dann haben wir uns um den Tunnelbau konzentriert. Ich guck mal kurz, ob er eine Stelle war, wo das Ding auch mal voll war, die Batterien. So, jetzt sind die Batterien, immer noch nicht voll. Warum eigentlich nicht? Die Dinger müssen doch bald mal voll sein. Oder gehen die Dinger in der Nacht echt so weit runter? Wobei, die kann ja nicht sein, wir haben jetzt das AKW. Naja, auf jeden Fall, wie man sieht, scheinen die Dinger tatsächlich, wenn sie keine Last haben, weil unsere Akkus gerade alle voll sind und da nichts geladen wird,
Und auch nicht gebraucht wird gerade. Scheinen die Dinger. Ist ja voll geil. Und ich dachte, die Dinger arbeiten einfach wirklich immer mit einem konstanten Strom, den man einstellt und fertig ist die Sache. Das ist ja schon wieder alles so verrückt. Ey, ich lerne gerade so viele neue Sachen kennen. Ich komme mir gerade vor, als wenn ich zum ersten Mal MyTest spiele. Ziemlich viele Leute. Was ist hier los? Apropos, wir können doch mal wieder unsere Kaskade unten mal ein bisschen einweihen, ne? Mal wieder ein bisschen hier. Ich mache mal hier gleich mal ein bisschen. Komm. Nein. Was mache ich hier gerade? Naja, könnte fast sogar reichen. Wir bleiben ja erstmal bei 2. So. Ach ja, wir müssen hier gerade noch schleifen, ne? Na gut, dann dauert mir das sowieso zu lange. Dann mache ich lieber doch nur ein. Ja, wir müssen die auch noch schleifen, damit die unten. Wir können natürlich jetzt unten auch noch hier mit 2 Kisten arbeiten, dass wir in eine Kiste kurz Zeug reinpacken und das dann automatisch geschliffen wird und dann in die andere Kiste reinkommt. I don't know. Ja, die Anlage arbeitet auch noch fleißig. Sehr schön. Gut, dann machen wir uns langsam auf den Weg und dann würde ich mal sagen, ja, wir machen mal wieder die nächsten 5 Folgen oder so. Erkundungstour und suchen nach neuen. Was sagt man? Lebensmittel nicht wirklich. Nach neuen. Ich habe keine Ahnung. Zutaten. Irgendwas halt. Ich bin gerade so geflasht, dass die Dinger hier dynamisch arbeiten. Ne? Ich bin gerade so geflasht. Und die haben auch immer alle den gleichen Wert. Das heißt, ich halt wirklich einfach so zu sein, wie ich es auch gesagt hatte, dass einfach, ne, das, was hier an Strom gebraucht wird, wird einfach durch die Anzahl an Trafos geteilt und dann wird jeder Trafo entsprechend belastet. Und ja, die belasten dann entsprechend dadurch ihre HV-Leitung. Und damit ihn hier. Das ist so krank. Das ist eigentlich so krank, Leute. Da geht ja mal gar nicht. Also müssen wir mal gucken, wie viel Strom tatsächlich gezogen wird, wenn unten unsere Kaskade mal läuft. Die Frage ist, wenn wir das mal im Let's Play wirklich mal sehen. Also zumindest heute nicht, weil heute wollen wir ja schön weit rumlaufen. Was ist hier eigentlich? Ah. Ah, siehst du, wir haben schon wieder. Einmal Reaktor nachfüllen können wir mittlerweile schon wieder. Ganz praktisch. Ich mach mal so, dass man es auch direkt ein bisschen besser sieht. Hey, wir haben bereits so viel 0-0er, ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen 0-0er-Zeug machen sollen. Also das 0-0er-Zeug, das kann man doch, wenn man das jetzt nicht für optische Blöcke bauen möchte, kann man es doch mittlerweile wirklich einfach wegwerfen, oder? Man kann auch mit dem 0-0er-Zeug überhaupt nichts anfangen. Ja, hier kann man nur Blöcke machen. Aus den Blöcken kann man nur den Block machen und grinden. Und aus dem gegrindeten kann man nur die Blöcke machen. Also hier die Ingots. Also man kann nur die 3 immer wieder in sich gegenseitig umwandeln, aber ansonsten kann man mit dem Zeug nichts anderes machen. Man kann nur halt diese Blöcke bauen und die Blöcke dann irgendwo als Blöcke platzieren, dann, um mal halt irgendwo grüne Blöcke zu haben. Für Optik halt. Aber ansonsten, technisch gesehen, kann man mit denen halt nichts mehr machen. Sehr interessant. Genau, 30, ja. Das heißt, genau, alle Minute, also eine 30 Sekunden lang, bleibt das Ding aus, dann geht das Ding an für 30 Sekunden, dann wieder aus. Das heißt, das Ding arbeitet gerade mit einem Schlag pro Minute. Oder mit einem Takt pro Minute. Oh, Tunnel. Ein Tunnel. Im Tunnel. Eine Tunnelei hier. Oh, da kommt gerade einer. Ah. Und schon explodiert unsere Kaskade. Bitte nicht. Die scheint so relativ gut zu funktionieren. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Also, schon wieder fertig.
Gut, da müssen wir uns mal langsam überlegen, was wir jetzt eigentlich alles brauchen für unterwegs. Ich meine, eigentlich brauchen wir unterwegs gar nichts. Weil wir haben ja eigentlich unseren Reserverucksack, wo eigentlich alles drin sein müsste. Sogar Seil. Digga, wir haben sogar ein Seil. Gut, außerordentliche Werkzeuge. Sollte für eine Safari-Tour reichen. Und hier haben wir auch noch hoffentlich so Scheiße drin. Den müssen wir eigentlich auch mal aussortieren, aber egal. Die ersten Rucksäcke sind frei. Ja, dann würde ich tatsächlich einfach mal losziehen. Ne? Dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal losziehen. Das heißt, die Stöcker kommen zu Stöcker. Das kommt hier rein. Da es unterwegs Nacht werden könnte und wir auch nicht pennen können, dank einem gewissen Spieler, würde ich mal sagen, wir nehmen einfach mal ein Schwert und eine Fackel mit, damit wir zum einen, ne, da wo wir langlaufen, halt Licht haben. Warum haben wir keine Fackeln? Hier haben wir Fackeln. Genau, wir haben Fackeln dabei und wir haben ein Schwert dabei. Sollte also eigentlich alles passen. So, dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier erstmal wieder Blöcke draus. Ja, die könnte ich jetzt sogar einfach gleich wieder in die Zentrifuge machen. Wobei, da hätte ich lieber immer ganze 99er Stacks. Ob das Sinn macht, ich weiß es gar nicht. Aha. So, bam. Ja, egal, bleibt jetzt so. Gut. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg in die weite, weite Welt. Jetzt habe ich wieder so einen scheiß Geldschein hier. Leck mich. Jo, die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? In die Richtung dürfte nahezu alles erforscht sein, da ja diverse... Obwohl... Vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich würde einfach mal in die Richtung gehen. Ich schätze mal, die Richtung ist am wenigsten erforscht. Wir sollten uns mal vielleicht auch ein Boot mitnehmen. Boot. Haben wir sogar 4 Stück davon. Falls eins kaputt geht oder wir eins verlieren oder I don't know. Kann man hier schwimmen gehen, ne? Durch diese komischen Dinger hier. So. Gut. Oh, diese Kühlschranker geht jetzt schon auf den Sack. Dann gehen wir mal da hinten schnell ans Ufer. Beziehungsweise, wir müssten, glaube ich, hier erstmal dem Fluss folgen. Und dann da hinten irgendwo an Ufer gehen. Weil bei dem Ufer kommen wir nicht sehr weit, wenn wir in die Richtung wollen. Also es bringt uns zumindest halt nicht so viel. Deswegen, ich glaube mal, hier kommen wir schneller. Genau, wenn wir da auch wieder aufs Festland drauf gehen und dann einfach quer durch den Wald gehen, dann müsst ihr wirklich relativ schnell zu Gebiet kommen, wo ich zumindest, Lami mit komischen Zahlen hinten dran. Müssen wir zumindest zu Gebiet kommen, wo ich noch nie war. Hoffe ich mal. Und dementsprechend vielleicht auch andere Spieler noch nicht waren. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So. Gut, aber den Weg zu Fuß, den machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt habe ich überall Wassergeräusch, Alter. Bis dann.